Sind wir live drauf, Simon? Sehr gut. Der Videoblog hier aus Sarajevo. Doppel gerade gewonnen. Wie geht's da? Sehr gut. Bin sehr zufrieden. Das ist genau mein Belag hier. Werde ich endlich mal ein bisschen schneller spielen auch. Und bin happy. Morgen Einzel. Ist der schnellste Belag, auf dem du jemals gespielt hast? Ja. Und bin lang dabei. Du, viel interessanter. Wir haben hier die No-Let-Rule. Du hast jetzt öfter schon gespielt auf Challengern. Das heißt, wenn man beim Aufschlag die Netzkante trifft, der Ball ins Feld geht, wird weitergespielt. Wie findest du das? Ja, ist nicht so mein Ding. Also ich denke, dass das Spiel dadurch unkalkulierbarer wird. Es kommt zwar nicht so oft vor, aber ich denke, dass es sich nicht lohnt, auch wenn man es dann nur auf den Challengern einführt. Also weg damit. Wie ist die Erfahrung? Also wie oft passiert es circa? Kann man nicht so sagen, aber es kommt auch darauf an, wie das Netz ist, wie das Netz gespannt ist. Wenn es hart gespannt ist, ist es besser, weil man dann noch eine Chance hat, den Ball zu kriegen. Wenn es wie hier in Sarajevo sehr weich ist, dann plumpst der Ball einfach rüber und es ist ein Ass. Deswegen, es ist unkalkulierbar und deswegen, man braucht es nicht. Ich gehe mal zu einem Doppelpartner weiter, der versteckt sich hier hinten. Basti, Glückwunsch zum Doppel, erste Runde. Danke. Kurz deine Meinung zur No-Let-Regel? Ich muss dem Simon da zustimmen. Also es kommt darauf an, wie das Netz gespannt ist. Generell denke ich, ist es schon eher ein Vorteil für den Aufschlagenden. Klar, ein paar Mal kommt es auch vor, dass es für einen Returnierenden ein Vorteil ist, aber... Du hast das Gefühl, es ist eher schwerer zu returnieren. Es ist nicht so, dass der Ball hochspringt und man Zeit hat zu returnieren, es ist meistens so, dass es eher schwieriger ist. Ich finde es schwieriger, ja. Man mag mich eines Besseren belehren, andere haben da vielleicht andere Meinungen, aber ich finde generell, der Server hat mehr Chancen dadurch, mehr Vorteile. Und ob es sich durchsetzt, werden wir dann sehen in ein, zwei Wochen. Wenn es nach dir persönlich geht, ist es gut oder schlecht? Ich finde es schlecht. Also ich würde es nicht machen, weil vor allem, wie man hört, wird es jetzt nur auf der Challenger-Tour, wenn es durchgesetzt wird, durchgesetzt. Und warum soll es nur auf der Challenger-Tour sein? Also das verstehe ich nicht, akzeptiere ich auch nicht und von daher denke ich, soll es weg. Bastian, super, vielen Dank. Bitte.